Zum 1. Januar 2019 ist die betäubungslose Kastration männlicher Ferkel verboten. Wird die Evermast damit zum Must-Have? Viele Landwirte begegnen dem Thema mit Vorbehalten. Inzwischen gibt es allerdings einige Schweinehalter, die sich durchaus erfolgreich darin versuchen. Und auch die Forschung ist am Thema dran. Was ist anders bei der Ebermast? Eber sind generell aggressiver, sodass sie mehr Futterplätze und Tränken brauchen. Auch Verzögerungen bei der Fütterung führen zu Aggressionen, sodass die Tiere ständig Zugang zu Futter haben sollten. Die Gruppengröße sollte 25 Schweine nicht übersteigen. Eine gemeinsame Mast mit Sauen geht nicht. Lohnt die Ebermast? Eber wachsen nicht schneller, aber länger als Börge. Der Magerfleischanteil ist höher, die Futterverwertung besser. Dafür streuen die Tiere am Schlachtband mehr. Die geplante Tierwohlinitiative belohnt die Eberhaltung mit 1,50 zusätzlich je Tier. Problem, der Ebergeruch tritt laut Schlachthof im einstelligen Bereich auf. Die Forschung berichtet aber von bis zu 20% geruchsintensiver Schlachtkörper. Vollspaltenböden sind eine wichtige Maßnahme, um den Skatolwert zu senken. Auch die Vermarktung der Tiere muss vor dem Einstieg in die Ebermast unbedingt geklärt werden. Hier muss der Handel noch seine Hausaufgaben machen, damit die Ebermast zum Must-Have werden kann.